Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bard's Tale 4 Director's Cut. Wir sind jetzt an einer komplett anderen Position als das letzte Mal, wo ich abgespeichert habe. Das liegt halt daran, dass ich tatsächlich das gemacht habe, was ich gesagt habe. Ich bin einfach mal durch die Welt gereist und habe mir die Händler mal angeguckt und mit denen gesprochen, die es so gibt. Jetzt sind wir also hier im Wald in Schriach gelandet. Viele besondere Sachen habe ich jetzt nicht unbedingt finden können, die mir weiterhelfen auf meiner Reise oder beim Verbessern meiner Charaktere. Aber was ich dann gemacht habe ist, ich habe mir tatsächlich nochmal die ganzen Waffen, die ich jetzt behalten habe, angeguckt und geschaut, sind die denn eigentlich schon komplett aufgewertet? Ja, nein, vielleicht. Und es gibt tatsächlich einiges, das ich noch zu tun habe. Also fast alle Waffen können irgendwie noch weiter aufgewertet werden. Die Frage ist halt nur, wie. Zum Beispiel dieser Seuchenträger. Da gibt es, halt jetzt nur so als Beispiel, so ein kleines Rätsel zu lösen. Doppelter Dolch am Mann, der Assassinen Plag. Ein Ende machen kann, so enden Kampf und Tag. Also irgendwas muss ich hiermit machen, in irgendeinen Schrein bringen oder so. Bin gespannt. Also, im Endeffekt die ganzen Waffen mal angeguckt und geschaut, was kann man hier noch machen. Ich glaube, die kann ich zum Beispiel noch weiter erweitern. Und ich glaube, das müsste sogar relativ einfach sein. Gesang der Vögel, Schlag der Leier. Schlag der Leier. Offene Tür, begrüßendes Feuer. Das erinnert mich an an die Bardin, die ich dabei habe. Also hier Fiona. Ich bin der Meinung, da war so ein Schrein. Aber das ist jetzt nur so ein Schuss ins Blaue. Es gibt ja sehr viele Schreine und ich habe mir nicht die ganzen Sprüche aufgeschrieben. Werde ich aber jetzt machen. Ich werde mir die ganzen Sprüche tatsächlich mal aufschreiben, bei jedem Schrein, wo ich vorbeikomme. Und die restlichen Schreine werde ich einfach mal nachholen. Das werde ich dann aber nicht aufnehmen. Ich werde einfach mal mir irgendwann die Zeit nehmen und sämtliche Schreine abklappern und gucken, was für ein Spruch ist dort, damit ich dann die Waffen entsprechend aufwerten kann, wenn es soweit ist. Was ist mir noch aufgefallen? Mir ist noch aufgefallen, hier Crux, der hat ja Gaufreus Stab und der hat auch etwas Interessantes. Er hat ja dieses Ding. So, suche Mutter Haselnuss im Skyhenge und spielt in ihrem Hain. Sucht Mutter Haselnuss im Skyhenge und spielt in ihrem Hain. So, Skyhenge habe ich ja, aber Mutter Haselnuss. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder so ein hier so ein Ding ist. Also so eine. Nein, Alter. Ja. So, das ist ja Vater Eiche und Mutter Haselnuss müsste es denn theoretisch auch geben. Und ich kann mich aber an eine Mutter Haselnuss nicht erinnern. Was bedeuten würde, dass ich tatsächlich dieses gesamte Gebiet nochmal absuchen muss. Das werde ich auch tun, da habe ich Lust drauf, aber das werde ich dann nicht aufnehmen. Also ich muss ja jetzt nicht quasi eine Stunde oder eine halbe Stunde aufnehmen, wie ich überall herumlaufe und alle Steine anklicke, um zu gucken, ist da denn jetzt tatsächlich die Mutter Haselnuss versteckt. So, soweit also dazu. Ich werde das machen, werde ich aber nicht aufnehmen, sondern dann eher am Ende sagen, was draus geworden ist. Was ist mir noch aufgefallen? Als ich dann hier angekommen bin, ist mir aufgefallen, hier habe ich ja ein Buch irgendwie übersehen. Götterdämmerung. Habe ich das wirklich übersehen? Sicher, die Menschheit trifft keine volle Schuld dafür, dass sie sich dem Farmhair nicht entgegengestellt hat. Schließlich haben die Farmhair, also die bösen Götter, sie aus den Affen geschaffen. Sie haben den Menschen allerdings auch einen freien Willen gegeben. Denn was hilft es, angebetet zu werden, wenn die Anhänger keine andere Wahl haben?
Wieso also haben sich die Menschen nicht gegen ihre Götter erhoben? Als klar wurde, welche bösen Absichten sie verfolgten. Wieso haben sie sich nicht auf die Seite der alten Völker geschlagen, auf die Seite der Zwerge und Elfen, um diese Ausgeburten, die uns alle versklaven wollten, zu besiegen und zu vertreiben? Weil sie, wie ich behaupte, sich selbst als Götter sahen. Aha. Die Menschheit erhielt mehr Macht, als sie kontrollieren konnte. Und die Farmherr flüsterten den Leuten etwas von göttlicher Vorsehung ein, sodass sie glaubten, die rechtmäßigen Herrscher über alle Länder zu sein. Ihnen war zwar klar, dass sie Sklaven der Farmherr waren, aber genau wie Haussklaven sich Feldsklaven überlegen fühlen, redeten sich die Menschen ein, dass sie all den anderen Völkern überlegen seien, wenn sie sich den mächtigen Göttern unterwerfen. Und genau diese Verbindung von charakterlicher Schwäche und blinder Arroganz ist es, die die Menschheit gefährlich macht. Selbst heute noch, obwohl ihre Götter längst verbannt und vergessen sind. Inzwischen sehen wir sie vielleicht als töricht und harmlos an, doch das sind sie nicht. Unter der richtigen Führung könnten sie sich wieder erheben. Und wehe den alten Völkern, wenn sie an diesem Tag schlafen. Wir müssen sie im Auge behalten und wachsam bleiben. Okay. Die Menschen sind also immer noch gefährlich. Ja, mit der Kartoffel. So. Jetzt kann ich hier, glaube ich, wieder gehen. Was ist mir noch aufgefallen? Mir sind ja so einige Sachen tatsächlich aufgefallen. Und zwar, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt hier hin. Kann ich da lang? Ich glaube ja. Nein. Hier will ich nicht hin. Zu dir will ich aber auch nicht. Ach, da. So, jetzt bin ich auf dem richtigen Wege. So, hier möchte ich hin und hier möchte ich zu dir. So, sie ist ja auch hier Großmutter Murak. Sie ist auch eine Händler. Oder Händlerin. Sehr je ar. Was könnt ihr uns verkaufen? Bits und Bobs. Achso. So. Sie hat sehr schöne Sachen, wie man hier sieht. Also sie hat hier haufenweise diese Samen. Außerdem hat sie diese Räder. Und die werde ich ihr natürlich jetzt erstmal sofort alle abkaufen. Die sind nämlich super günstig. Und diese Samen werde ich ihr natürlich auch alle abkaufen. Die sind nämlich auch gar nicht so teuer. Und mit diesen Rädern, da komme ich wiederum ins Scarabre hoffentlich weiter. Da gibt es ja dieses eine Tor, wo man etliche Räder für braucht, um das zu öffnen. Und mir fehlten halt diese ganz normalen. Also ich glaube, das ist das hier, das ganz normale. So, Feenstaub. Habe ich eigentlich Feenstaub? Habe ich. Na gut, also dann brauche ich hier von Knollenblätterpilz. Habe ich auch. Okay, brauche ich nicht. Brauche nichts von diesem Reagenzien, die sie da anbietet. Okay, bestätigen. If they don't catch you, it's free. Off you go. Ja, ja. Ringneck, wie geil. Ich habe kein Geld ausgegeben. Ringneck, du Schlawiner. Oh nein, und das bei ihr. Warum kannst du nicht Leute beklauen? Nimm es von den Reichen und nicht von denen, die das Ganze sowieso verschenken. Ja, er hat ja diese Fähigkeit seit einiger Zeit. Da. Der Gauner erhält eine Chance, nach dem Bestätigen eines Handels alle gekauften Gegenstände zu stehlen. Na gut, oh nein. Arme Großmutter Murak.
So. Na gut. Dann habe ich jetzt alles geklaut. Ah, Moment. Ich glaube, es gab hier vielleicht. Ja, was heißt vielleicht? Vielleicht noch eine Mütze, die ich in Erwägung gezogen habe. Caitlin, ist Die hier. Erhaltet einen Zauberpunkt immer, wenn ihr Schaden erleidet. Ah, gut, tragen kann ich sie ja nicht. Ich kann ja keine Narrenkappen tragen. Noch nicht. Aber vielleicht wäre das so eine Narrenkappe, die, wo man sich das überlegen müsste oder könnte. Leb wohl. Me. I would be alone when she comes. Vielleicht wäre das wirklich eine Idee. Denn der Helm, den er hat, ist zwar jetzt nicht schlecht, aber so wirklich besonders ist er ja nicht. Habe ich eigentlich noch? Ich habe sogar noch Punkte. Kann ich eine Nahenkappe nehmen? Einfach mal so. Tada. Alles klar. So, Stärke verliert er ein bisschen, aber er schlägt ja sowieso so gut wie nie zu. Konstitution bekommt er ein bisschen dazu und Rüstungsklasse bekommt er dazu. So, zack. Bestätigen. Ja, jetzt hat er mich Leave geklaut, aber vielleicht auch me. I in would Ordnung be so. alone when she comes. Los geht's oder weiter geht's. Ich würde jetzt eine Sache quasi noch ausprobieren wollen. Wobei, ich benutze diese Axt ja nicht. Es geht heute hier um diese Axt. Die hatte diesen Spruch mit Fionas, mit dieser Leier und so. Dazu müsste ich nach Vetterkern. Was sagt denn die Zeit? My duty is here. Zeit haben wir ja noch, deshalb ich werde mal dahin beamen. Dauert ja nicht so lange. Und was machen wir danach? War das hier? Nein. Da. So, da sind wir. Fionas Haus war hier nach rechts. Genau, und da war. Mal gucken. Nein, nicht hier. Gesang der Vögel und so weiter und so fort. Tada! Lodern. Angriffe setzen den Gegner mit zwei Stapeln in Brand und haben eine Chance von 50%, jeden Gegner in der Nähe in Brand zu setzen. Oh. Oh. Okay. Ist die Axt jetzt doch eine Alternative für irgendwas, irgendwen? Badekämpfer. Also dieses Zerfetzen von dem Schwert, also von diesem Seuchenträger, gefällt mir ja trotzdem noch sehr, sehr gut. Ist das vielleicht für dich eine Alternative?
Stärke geht runter, Intelligenz geht massiv runter, Rüstungsklasse geht weg. Nicht so wirklich toll. Was hast du? Kopfnuss kostet weniger, außerdem Rüstungsklasse bekommst du ja durch die Keule. Ah, und du greifst so gut wie nie an. What do you need? Du greifst manchmal an. Und die Rüstungsklasse, also es gefällt mir, dass die halt die Rüstungsklasse hat. Aber, oh, das Ding ist zweihändig. Eieiei. Na gut. Das wird so schnell nicht verwendet werden. Zweihändig. So, jetzt habe ich so zwei Dinge, die mir gerade so im Kopf herumschwirren. Ich könnte natürlich jetzt, ja, Stonehenge wollte ich gerade sagen. Ich hatte Stonehenge im Kopf. Ich meine aber nicht Stonehenge, sondern Skyhenge. Nur Skyhenge. Hütte der Siambradu. Torfion. Lichtung von Mathan. Also eigentlich würde ich hierhin oder hierhin wollen. Da ist ja quasi noch eine weitere Höhle. Da könnte ich mal gucken, ob ich denn da weiterkomme mittlerweile. Irgendwann möchte ich auch wieder nach Skarabri und in Mangas Turm. Da gab es auch noch einen Kampf, den ich machen möchte. Und hier Siambradu. Da ist, also ich vermute mal, ein Endkampf. Ich weiß es aber nicht genau. Ich will kurz mal Lichtung von Mathan besuchen und danach dieses andere Dungeon, wo ich glaube ich schon mal so reingeguckt habe und dann mich wieder aber umgedreht habe. Moment, gibt es hier auch noch was zum Heilen vielleicht? Ich glaube ja eher nicht, aber wenn ich jetzt tatsächlich schon mal hier bin, könnte ich ja auch nachgucken. Ich habe da ja diese roten. Baumreste gesehen, die hier. Sind die jetzt geheilt oder muss ich die noch heilen? Hiermit kann ich nichts anfangen. Okay, dann kann ich mit den anderen höchstwahrscheinlich auch nichts anfangen. Dann lasse ich das. Na, dann gehe ich hier. Ich werde das ganze Gebiet tatsächlich nochmal erkunden. Ausführlich. Hier vielleicht noch Kämpfe. Oh. Das sieht so unerkundet aus. Gehen wir mal hin. Ich bin ja flexibel, was die Missionen angeht. So, da ist Mathan. Okay, hier habe ich sogar noch so einen Altar. Ich wette, ich habe den schon mal durchgecheckt. Oh. Ein Rätsel. Eine fiese Falle. Oh gut, okay. So ergeben sich dann spontan Möglichkeiten, ne?
We may win this fight. Okay. If we pray. Okay. We may win this fight, sagt er. This will be a fight and no mistake. Okay. Oh, mach ich mal. Ich habe Lust zu kämpfen. Ich will aber vorher einmal kurz hier gucken. Vielleicht finde ich da Mutter Haselnuss. Ha. Könnte ja sein, ne? Hm, was ist das hier? Ich sollte mich nicht so viel ablenken lassen. So. Okay. Also. So rum. So. Und jetzt aktiviere ich mal das Wheel. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einen Fisch. Fisch? Lachs? Also Salmon. Wusch. Da haben wir den Salmon. Und dann haben wir einen Bär. Ein Bär im... Ja, Waning Moon. Ja, da... Okay, habe ich ja schon. Gut, dann habe ich 31 und 64. 31 und 64. Das können wir ausschalten. 31, 64. Gucken in den Almanach. So, 31. Flitzhirschwein. Oh, ich glaube, den habe ich gekauft. Flitzhirschwein. 64 wäre Kuchen. Kuchen. Gucken wir mal. Wir gucken mal, was wir machen können. Zurück. Also, Flitzhirschwein. Nein, kein Filter. Da, schaut mal, Flitzhirschwein. Habe ich gekauft. Nur einen, weil es er halt so teuer ist, ne? So, und Kuchen, Kuchen habe ich nicht. Shepherd's Pie. Haferbrei. Vielleicht kann ich Kuchen aber backen. So auf die Schnelle, ne? So, wir gucken mal. Kuchen. Da. Gegenstand herstellen. So, jetzt haben wir Kuchen. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Kuchen. Entweihtes Fatariden, irgendwas hat er gesagt, aber irgendwie habe ich nicht mitbekommen, was ich bekommen habe. Hm. Na gut. So, das Rätsel kann ich höchstwahrscheinlich erst machen, wenn ich den Kampf hier gewonnen habe. Well, if you say so. Okay. Bin ich gut vorbereitet? Now what? Right? Hey? Me? What would you have of me? Okay, Alkohol habe ich noch. You're the boss. Yep. Ah, halt. Ah, Moment. Eine Sache noch. Hab ich hier...
Wieso hat er nicht volle Hitpoints? Hm, komisch. What can I do for you? Was du für mich tun kannst? What? Revier des Bogenschützen lieb oder lieber erneuertes Fleisch? Ich habe nicht so wirklich dort Bogenschützen gesehen bei denen. Deshalb ist das hier vielleicht die bessere Alternative. Bestätigen. Und du? Ja. Das lassen wir alles so. Okay. Lead the way. I'll be right behind you. Away I go. Erstschlag. If I sing, you stop crying. Wow. Cheers. Ich habe zwei Bogenschützen da. Revier des Bogenschützen wäre also doch in Ordnung gewesen. Ah, ein Assassine. Und hier hinten ist auch noch mal einer, ne? Na gut. What do you want me to do? Was machen wir? Wir machen. Your blood will feed our cauldrons. 19 Rüstung. Wow. Na gut. Okay. Irgendwas muss ich ja tun, ne? Move it. Oh, get out of the way. Here. You can't see me. Also die sind zum Glück alle nicht so stark. On your word. Von daher. Good to the last drop. Go on. Oh. Drink. Yeah. I need a drink. Ready, I suppose. Du kommst mal hier hin. Spirit and Tommy! Put me down! Ah, 19 Rüstung, das gefällt mir ja echt gar nicht. So, auf jeden Fall braucht er Ablenken. Ein Bade, noch ein Bade. Tell me. Now what? You shall die in these woods. Ah, jetzt kann er. Oh, ich habe seine ganzen Angriffe nicht gemacht. Das war eine sehr schlechte Runde, habe ich so das Gefühl. Should I do?
Tell me what you need. Yes? Okay, die haben alle auf jeden Fall keine Rüstung mehr. Das komm. Hier haust du nochmal kurz die Rüstung weg. Oh. Also Wayland's Watch war dann schon mal auf jeden Fall die richtige Wahl. Okay, eine Aktion habe ich noch. So, der ist weg. Was weg ist, ist weg. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. What have you done to them? Okay, jetzt sind die alle noch mehr vergiftet. Aber das war's auch. Ich bin durch mit allem. Ah, er kann den noch provozieren. Die Frage ist, macht das jetzt Sinn, irgendwen zu provozieren? Ich glaube, in diesem Moment macht das keinen Sinn. Deshalb, lass uns. Okay. Falkenfuß Zorn, aua. Jetzt darf ich nicht, Okay, Revier des Bogenschützen haben die gemacht, Falkentuns Zorn. What? You are in the way. Coming through. Okay, die Barden müssen auf jeden Fall weg. Hi. Damit ich Falkentuns Zorn los bin. Und ich glaube, damit bekomme ich sie beide auf einmal weg, ne? So. Und noch nicht mal Gelegenheit verbraucht dafür. Ich kann die leider jetzt nicht bewegen. Keine Levitation oder irgendwas über. Orders? Why do we delay? Whatever. Yeah? Yeah? Na? Der explodiert nicht? Schade. Schade aber auch. Sure. What should I do? What do you want me to do? In Brand. Insgesamt 8 Schaden. Ich überlege. On your word. Really? Yeah. Yeah. Ready. Gut, andere Wahl habe ich nicht. Weg mit dir. Leider habe ich immer noch Falkentuns Zorn auf mir.
Das ist nicht so gut. Ready, I suppose. I suppose. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwie benommen machen. Sieht aber eher nicht danach aus. Ready. Ready. Bottoms up. Yes. No. Aha. What a terrible tune. What should I do? Und das war's auch schon wieder. Ich könnte hier noch zaubern. Vielleicht sollte ich das tun. Bones of the world. At your command. Wow. Okay, der konzentriert sich. Aber ich denke, ich kriege das hin. You are in the way. Move it. Ah, vielleicht wäre da der beste Ort gewesen. Aber mein Freund, wir kriegen das ja auch so hin, ne? Oh. Ready when you are. Ja, schön. Benommen. Tell me. So, du kriegst den finalen Schlag. Sieg. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, ich muss jetzt leider Schluss machen. Die Zeit sagt, ich muss Schluss machen. Was haben wir denn hier? Opferdolch. Erleidet halben Schaden durch Blut für Blut. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall mal alles. Und dieses Rätsel werde ich jetzt aber nicht machen. Ich werde jetzt quasi direkt, so wie ich hier stehe, die Folge beenden. Zack. Und in der nächsten Folge genau hier weitermachen. So, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Lachs. Okay.